Ho, ho, ho! Du hast es geschafft, Weihnachtsmann. Nun ja. Hä? Endlich kann die Hochzeit beginnen. Vom Weihnachtsmann und der Weihnachtsfrau. Endlich ist es soweit. Eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Wird der Weihnachtsmann jetzt wirklich heiraten? Das erfahren wir heute im Video. Ho, ho, ho! Ich bin der Weihnachtsmann und heute möchte ich euch meine Weihnachtsgeschichte erzählen. Und zwar möchte ich euch von meiner Hochzeit erzählen. Und eines kann ich euch sagen, das ist anstrengend, denn wir sind mitten in der Geschichte. Mal sehen, wie die Vorbereitungen in der Kirche laufen. Ich bin echt gespannt. Und damit beginnt die Weihnachtsgeschichte hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Huiuiuiui, ihr habt ja noch gar nicht angefangen. Warum schaut ihr euch die Gemälde an? Oh, wie sieht es im Hochzeitssaal aus? Da ist doch noch gar nichts vorbereitet. Na, wenigstens stehen die Tische. Was macht ihr hier? Weihnachtsmann, wir können gar nichts mehr vorbereiten. Warum denn nicht? Uns fehlt das Kleid, die Blumen, Getränke, Essen, Musiker und der Ring. Aber immerhin haben wir den Boden gesäubert. Ho, ho, ho. Ich muss noch Geschenke austragen, Geschenke ausliefern für all die Kinder da draußen. Deswegen dachte ich, ihr seid meine helfenden Elfen und könnt meine Hochzeit vorbereiten. Alles okay bei dir? Weihnachtsmann, irgendwie ist mir kalt. Ist ein Doktor in der Nähe? Ich weiß es nicht. Aber wenn es dir nicht gut geht, mein lieber Freund, dann solltest du nach Hause gehen und dich einkuscheln. Aber ich möchte deine Hochzeit nicht verpassen, Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Oh, 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 oh. Und ich sorge für ein wenig Ordnung. Okay, meine Lieben, wir machen Folgendes. Ich werde die Länder bereisen und Geschenke austragen und nebenbei alles Notwendige besorgen, damit wir die Hochzeit starten können. Könnt ihr in der Zwischenzeit alles vorbereiten? Aber ja, Weihnachtsmann. Okay, ich zähle auf euch. Das Geld nehme ich mit, denn von dem Geld kaufe ich das Kleid, die Blumen, Getränke, Essen, bezahle die Musiker und kaufe einen Ring. Bis später, Weihnachtsmann. Bis später und ich verlasse mich auf euch. Ja, Weihnachtsmann. Du kannst auf uns zählen. Genau, Weihnachtsmann. Danke, meine Freunde. Ich habe wirklich helfende Elfen. Auf die ist Verlass. Jetzt aber schnell. Ich muss alles besorgen. Fangen wir am besten mit dem Kleid an. Huiuiui. Das wird wirklich ein großes Abenteuer. Immerhin steht heute meine Hochzeit bevor. Der Weihnachtsmann heiratet. Oh, oh, ich darf keine Zeit verlieren. Jetzt aber schnell. Und damit rannte der Weihnachtsmann so schnell er konnte zu seiner Odyssee. Auf in ein anderes Land, Weihnachtsmann? Ja, Cappy. Wo wollen wir denn hinreisen? Nun ja, wo möchtest du hin? Am besten ins Seeland. Uiuiui. Halt dich fest, Weihnachtsmann. Oh ja, mach ich. Uiuiui. Los geht's. Der Weihnachtsmann landete vom Mond wieder hinab und kam auf die Erde zurück. Denn dort wollte er alle Besorgungen machen. So landete der Weihnachtsmann im Seeland. Seelegant. Ho, ho, ho! Hier ist der Weihnachtsmann. Hallo Weihnachtsmann, alles okay? Moment mal. Was hast du da gesagt? Ob alles okay ist. Übrigens, das Schnicksenkleid ist hier in der Nähe. Danke für den Tipp, mein Lieber. Dann aber mal schnell los. Denn das Kleid, das brauche ich dringend. Heute Abend findet schon die Hochzeit statt. Und meine Weihnachtsfrau, die möchte ich nicht warten lassen. Oh, da unten ist Nessie, das Seeungeheuer. Hallo Nessie. Hallo Weihnachtsmann. Schön, dass du da bist. Was machst du denn hier? Ich brauche dringend das Schnicksenkleid. Das soll meine Weihnachtsbraut tragen.
Die Weihnachtsfrau. Jetzt aber schnell. Da vorne in der Glaskuppel. Ich kann sie schon sehen. Ja, ja, ja. Schnell weiter. Da ist die nette Dame, die mir wahrscheinlich dieses Schnicksenkleid geben kann. Was haben wir denn hier? Ach, gar nichts. Das ist der falsche Weg. Aber hier sind wir drin. Ho, ho, ho. Da ist es ja. Schau mal, da ist das Schnicksenkleid. Weihnachtsmann, möchtest du es dir ausleihen? Das darfst du sehr gerne machen. Wir schulden dir so viel. Du trägst Jahr für Jahr Geschenke aus. Danke, liebe Dame. So, oh, die Tür ist ja zu. Hallo. Hallo, Weihnachtsmann. Schön, dass du im Seeland gekommen bist. Aber weißt du, du darfst da nicht rein. Wieso denn das? Naja, du bist nicht passend gekleidet. Du brauchst ein Schwimmoutfit, sonst kommst du überhaupt nicht rein. Aber ich bin der Weihnachtsmann, ich trage immer meinen Weihnachtskittel und meine Weihnachtsmütze. Nun gut, ich beeil mich. Und so zog sich der Weihnachtsmann ganz schnell um. Ho, ho, ho! Ich weiß, ich sehe nicht so aus wie der Weihnachtsmann, aber ich muss mir ganz kurz das Schnicksenkleid holen. Hallo Weihnachtsmann, ich habe dich ja kaum wiedererkannt. Nun darfst du aber gerne rein. Dankeschön. So, da haben wir auch schon das erste Stück, das wir für die Hochzeit benötigen, nämlich das Schnicksenkleid. Komm, Cappy. Super. Da ist auch der passende Powermond dazu. Damit hätten wir schon mal das Schnicksenkleid besorgt. Jetzt aber schnell weiter. Die Hochzeitsgäste warten auch schon, damit wir alles vorbereiten können. So, schnell umziehen. Und so zog sich der Weihnachtsmann mal wieder um. Ho, ho, ho! Ich habe noch einiges zu tun. Und damit meine Hochzeit glatt läuft, muss ich weiter. So, wo ist der schnellste Weg? Ich muss zurück zur Odyssee. Beehre uns bald wieder, Weihnachtsmann. Und eine wundervolle Hochzeit wünschen wir dir. Danke, danke, meine Freunde. Ich komme noch mit meinem Schlitten vorbei und bringe euch Geschenke herbei. So. Nehmen wir gleich mal die Blume und zack, nach oben. Wo ist Rudolf? Wo sind meine Rentiere? Ach ja, ich bin ja ein moderner Weihnachtsmann und fliege immer der Odyssee herum. So, und hier habe ich noch ein kleines Geschenk für dich, mein lieber Toad. Danke, Weihnachtsmann, aber ich sammle eigentlich keine Steine. Na gut, okay, entschuldige bitte. Dann mal weiter. Tschüss, Weihnachtsmann. Tschüss, mein kleiner Freund. Okay, Weihnachtsmann, wollen wir weiterreisen? Ja, ja, los. Genau, Cappy, wir müssen weiter. Und zwar müssen wir jetzt Blumen besorgen. Damit wir genug Dekoration haben. Okay, Weihnachtsmann, halt dich fest. Wir reisen weiter. Los geht's. Und so reisten der Weihnachtsmann und Cappy in ihrer Odyssee weiter in das Forstland. Ob sie wohl da die nötigen Blumen bekommen für die Hochzeit? Sie landeten im Forstland. Genauer gesagt, im Robohain. Ho, ho, ho! Hallo, Weihnachtsmann. Hallo, gibt es hier irgendwo Blumen? Hier gibt es nur Sträucher, aber Blumen findest du im Robohain, im Inneren unseres Landes. Danke für die Tipps, meine lieben Freunde. Ach, heje, da ist ja ein Stein. Wer möchte diesen Stein haben? Ich habe hier ein Weihnachtsgeschenk für euch. Danke, Weihnachtsmann, aber ehrlich gesagt sammle ich keine Steine. Aber die Geste zählt, findest du nicht auch? Naja, du solltest los, Weihnachtsmann. Das stimmt. Dann mal weiter. So, oh, wen haben wir denn da? Da ist ja Luigi. Hallo, Luigi. Hey, Mario, wie geht's dir? Ich bin nicht Mario, ich bin der Weihnachtsmann. Ach, Mario, du
Du kannst mich doch nicht verkeksen. Ich erkenne doch, dass du Mario bist und nicht der Weihnachtsmann. Nein. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich bin der Weihnachtsmann. Naja, denk doch, was du willst. Ich erkenne doch meinen Bruder. Komisch, dass Luigi hier von einem Bruder spricht. Dabei bin ich doch der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Das Bewässern von Blumen ist eine äußerst befriedigende Beschäftigung. Wo finde ich denn die schönsten Blumen von euch? Die findest du oben, in unserem Blumenlager. Danke, meine lieben Roboterfreunde. Dann will ich mal weiterreisen. Huiuiui. Das scheint hier ein sehr komplizierter Aufgang für mich zu sein. Aber als Weihnachtsmann schaffe ich es gemeinsam mit euch. Denn ihr drückt mir hoffentlich alle die Daumen. Heute ist Heiligabend. Heute ist Weihnachten. Und auch heute möchte ich endlich meine Weihnachtsfrau heiraten. Damit das alles gelingt, muss ich mich beeilen. Ich habe erst das Kleid besorgt, benötige aber noch Blumen, Getränke, gutes Essen, Musiker und einen Ring. Damit alles für meine Hochzeit fertig ist. Hallo Weihnachtsmann, schön, dass du da bist. Wir bewässern hier die Blumen. Das ist wirklich toll von euch. Blumen sind wirklich wunderschön. So, ob ich damit wohl ins Lager komme? Vielleicht ist das hier eine Abkürzung. Und wow, 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 wow. Oh, hallo Weihnachtsmann. Was machst du denn hier? Weihnachtsmann, was... Kannst du unter Wasser atmen? Oi. Da bin ich jetzt wirklich komisch gelandet. Da wollte ich jetzt überhaupt nicht hin. Uiuiui. Okay, ich muss mich jetzt beeilen. Jetzt habe ich wirklich viel Zeit verloren, weil ich dachte, dass das der richtige Weg für mich sein wird. Ich darf meine Frau nicht warten lassen. Heute ist meine große Hochzeit. Ich, der Weihnachtsmann, heirate heute. Ich muss mich beeilen. Meine Rentiere sind auch nicht da. Sie sind alle im Urlaub. Aus diesem Grund fliege ich ja mit der Odyssee herum. Auch mein Schlitten ist nicht da. Wenigstens haben fast alle Kinder schon Geschenke bekommen. Jetzt aber schnell. So, schnell über die Blumen hinweg. Und diesmal lasse ich mich nicht austricksen. Und nehme gleich den nächsten Power-Button. So, wir kommen der Sache auch schon immer ein Stückchen näher. Ho, ho, ho! Bald habe ich meine Blumen für meine eigene Hochzeit. Ach ja, da! Endlich haben wir es geschafft, das Blumenlager! Und so ging unser Weihnachtsmann in das Blumenlager, um Blumen zu sammeln. Ho, ho, ho! Das geheime Blumenfeld! Ach ja, wunderschön! Schon als Kind habe ich hier oft gespielt. Es ist wirklich atemberaubend. Wow. Ich möchte am liebsten alle Blumen haben. Aber das wäre nicht fair, denn die Blumen müssen wachsen. Es ist wunderschön. Doch welche Blume soll ich nehmen? Ich nehme die hier. Wunderbar. Viel Spaß mit der Blume, Weihnachtsmann. Ich nehme 10 Stück mit für die Tischdekoration. Sehr gerne, Weihnachtsmann. Bis dann und eine wunderschöne Hochzeit wünschen wir dir. Danke, danke, danke. Hallo Weihnachtsmann, schön, dass du uns beehrt hast. Mach's gut und viel Spaß. Danke, meine lieben Roboterfreunde. Ho, ho, ho. Beeil dich, Weihnachtsmann. Du hast nicht mehr viel Zeit, bis die Hochzeit beginnt. Das stimmt, meine lieben Roboterfreunde. Nun habe ich das Kleid und besitze Blumen für meine eigene Hochzeit. Doch was noch fehlt, sind Getränke, Essen, gute Musiker für die Stimmung und natürlich am allerwichtigsten, der Hochzeitsring. Jetzt aber schnell zurück zur Odyssee. Cappy, ich brauche wieder deine Unterstützung. Okay, Weihnachtsmann, wo reisen wir als nächstes hin? Cappy, wir müssen als nächstes die Getränke besorgen. Lass uns daher am besten in... Genau. Was hältst du davon,
wenn wir als nächstes in das Küstenland reisen und da die Getränke besorgen. Gute Idee, Weihnachtsmann. Halt dich fest. Die Reise geht weiter auf unserer Odyssee. Okay, ho, ho, ho. Und so reisten Weihnachtsmann und Cappy weiter in das Küstenland, um dort leckere Getränke, Kaffee, Tee und Softgetränke für die Hochzeit zu besorgen. Sie landeten bei Sonnenuntergang im Küstenland, am Blubberstrand. Weihnachtsmann! Was ist denn los, Cappy? Schau mal, da leuchtet was auf. Aber Cappy, dafür haben wir keine Zeit. Wo finde ich denn hier gute Getränke? Die findest du im Strandhaus. Im Strandhaus. Da findest du alles, was du brauchst. Danke, mein lieber Freund. Sehr gerne, Weihnachtsmann. Danke für die Geschenke, die du uns Jahr für Jahr bringst. Nicht dafür, meine Lieben. Aber heute werde ich heiraten. Deswegen muss ich alles rechtzeitig besorgen. Aber... Uiuiui, hier ist es ja wirklich heiß. Am Strand mit einem Weihnachtskittel. Wer hat das schon gesehen? Wo ist denn das Strandhaus? Hier kann man auch noch etwas entspannen. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Zeit, um mich zu entspannen. Ich muss sofort zum Strandhaus. Hallo Weihnachtsmann, darf ich mir was wünschen? Nicht jetzt, meine Freunde. Hallo Weihnachtsmann, schön, dass du da bist. Was? Du möchtest Getränke? Und in das Strandhaus? Gerne, aber ich lasse dich nur rein, wenn du passendes Outfit trägst. Wie meinst du das? Ich bin der Weihnachtsmann. Okay, ich verstehe schon. Ein wahrer Weihnachtsmann muss sich auch mal wieder umkleiden. Na gut. Dann werde ich mir etwas besorgen, was dem Strand schon eher entspricht. Und dazu reise ich zu Nessie. Hallo Nessie! Achtung, da kommt ein Gegner. Vorsicht, ein Gegner. Nein, ich bin's, der Weihnachtsmann. Ach, du bist Weihnachtsmann. Alles gut bei dir? Alles bestens. Ho, ho, ho. Was möchtest du kaufen? Ich glaube, du hast nicht das passende Outfit, das ich suche. Oh, Entschuldigung, Weihnachtsmann. Du sollst dich vielleicht in deiner Odyssee umziehen. Das ist ein guter Rat. Danke, meine liebe Schnecke. So, dann muss ich mal schnell zurück. Sonst werde ich mit den Vorbereitungen gar nicht mehr fertig werden. Ho, ho, ho. So, da vorne ist auch schon meine Odyssee. Uiuiuiui, ich bin viel zu schnell unterwegs. Uiuiui. Und so zog sich der Weihnachtsmann um. So, jetzt müsste ich passend gekleidet sein. Meine Weihnachtsmütze, die behalte ich aber auf. Denn so gefalle ich mir am allerliebsten. Und? Dupidupidu, dupidupidu. Hallo, meine liebe Schnecke. Ich bin's, der Weihnachtsmann. Darf ich jetzt bitte ins Strandhaus? Hallo, Weihnachtsmann. Schön, dass du wieder da bist. Schönes Outfit, aber du hast ja gar keinen Sonnenhut. Okay. Meinst du wirklich, dass mir jetzt noch der Sonnenhut fehlt? Na gut. Ein Weihnachtsmann muss tun, was ein Weihnachtsmann tun muss. Schnell zurück zur Odyssee! Dann zieh ich mich eben nochmal um. Das gibt's doch nicht. Teppichtörtchen. Da muss der Weihnachtsmann nochmal zurück zur Odyssee, damit er sich umziehen kann. Na gut, dann wollen wir das doch gleich mal machen. Zurück in die Odyssee. Und umgezogen. Perfekt. Jetzt habe ich meinen Sonnenhut. Meinen Strohhut. Und damit sollte ich jetzt wirklich in das Strandhaus können. So, da bin ich wieder. Hallo Weihnachtsmann. Mensch, toller Strohhut. Sieht gleich viel entspannter aus, aber der Rest passt ja mal gar nicht. Das ist nicht Ihr Ernst. Willst du mich wirklich nicht reinlassen? Es tut mir leid, Weihnachtsmann. Oh, okay, okay, okay. Das gibt es doch nicht. Schnell zurück zur Odyssee. Das ist ja ein reines Hin und Her, bis es endlich passt. Und so
musste der Weihnachtsmann sich erneut umziehen. So, mit diesem Hawaii-Hemd sollte das aber jetzt wirklich funktionieren. Wenn ich jetzt nicht ins Strandhaus kommen darf, dann weiß ich auch nicht. Ho, 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 meine liebe Schnecke. Bin ich jetzt wirklich passend gekleidet? Na endlich, Weihnachtsmann. So lasse ich dich gerne herein. Viel Spaß im Strandhaus. Dankeschön. Ho, ho, ho. Kriege ich ein Getränk? Nur wenn du tanzt. Okay. Hoppala, hoppala. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Kleckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so ein mancher Knilch. Eine riesengroße Kleckerei. Super gemacht, Weihnachtsmann. Hol dir gerne ein Getränk. Oder sogar mehrere für die Hochzeit. Dankeschön. Tschüss, Weihnachtsmann. Oh, tschüss, auf Wiedersehen, meine liebe Schnecke. Darf ich mich jetzt umziehen? Aber ja doch, Weihnachtsmann. Dankeschön, das war mir eine Ehre. Jetzt ist es an der Zeit, mich aber umzuziehen, damit ich wieder aussehe wie der Weihnachtsmann. Jetzt aber schnell. Ho, ho, ho. Hier kommt der Weihnachtsmann. So, bin ich auch gleich viel schneller unterwegs. Und so zog sich der Weihnachtsmann wieder um. In seinen Weihnachtsklamotten. Und konnte sich jetzt ein Getränk holen. Na hoppla, was bist du denn für ein süßer Hund? Wuff, wuff. Wo willst du denn hin? Ich habe jetzt eigentlich keine Zeit zu spielen, aber suchst du etwas? Na hoppala, du hast ja tatsächlich was entdeckt. Was ist denn da, mein kleiner Hund? Wuff, 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 wuff. Was hast du denn da? Der Weihnachtsmann muss eigentlich weiter, aber ich sehe schon, irgendwas scheint hier versteckt zu sein. Lass gleich mal eine Stampfattacke machen. Hey, toll, da sind ja Münzen. Hä? Hey, hey, hey! Gib mir meine Weihnachtsmütze zurück. Das ist die Weihnachtsmütze vom Weihnachtsmann und ich bin der Weihnachtsmann. Wo bist du denn? Gib sie mir jetzt endlich her. Du kleiner Frechdachs. Wir müssen jetzt aber schnell weiter. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor die Hochzeit losgeht. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen uns die Getränke holen. So, komme ich da rüber? Oh, tatsächlich nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Wie mache ich das bloß? Nach einiger Zeit fand der Weihnachtsmann heraus, dass er einfach nur da reinspringen muss. Wow, wow, wow. Ho, ho, ho. Oh, da ist ja meine Angebetete. Die Weihnachtsfrau, die darf mich nicht sehen. Schnell weg. Huiuiui. Ich hoffe, sie hat mich nicht wahrgenommen. Und hier gibt es Getränke ohne Ende. Die nehme ich alle mit in die Odyssee zur Hochzeit. Klasse, wir haben die Getränke. Ein Kleid und Blumen. Was wir jetzt aber brauchen, ist leckeres Essen. Damit die Gäste auf der Hochzeit auch nicht verhungern. Jetzt aber schnell zurück zur Odyssee. Ich schwimme so schnell ich kann. Doch ich muss sagen, dass der Weg ziemlich weit ist. Jetzt aber schnell. Die Gäste warten bereits auf mich. Ho, ho, ho. Tschüss, Weihnachtsmann. Es war uns eine Ehre. Ja, bring uns bitte Geschenke mit. Das werde ich. Aber als erstes muss ich zu meiner Hochzeit. Und dazu gibt es noch einen Powermond. So, jetzt geht's aber los. Okay, Weihnachtsmann, wo reisen wir als nächstes hin? Cappy, das ist doch klar. Wir müssen als nächstes... im Polarland, da wohne ich. Da gibt es aber nichts zu holen. Ich muss auf jeden Fall ins Schlemmerland. Denn da gibt es leckeres Essen für uns. Okay, Weihnachtsmann, halt dich fest. Die Reise ins Schlemmerland kann losgehen. Los geht's, Cappy. Und so reisten der Weihnachtsmann und Cappy weiter, nachdem sie das Kleid, die Blumen und die Getränke besorgten. Ihr nächstes Ziel war das Schlemmerland, wo sie leckeres Essen für alle Gäste besorgen möchten. Schlemmerland, Schmausspitze.
Ho, ho, ho! Hey, Weihnachtsmann! Schau mal, da ist ja nochmal so ein Mondquader. Und es scheint hier ein Festival zu geben. Wirklich? Ich glaube, auf dem Platz ist irgendwas los. Tatsächlich? Was ist das hier? Was kann das sein? Hallo Weihnachtsmann! Willkommen auf dem Schlemmerfestival! Wir haben ganz viele tolle Sachen vorbereitet. Such dir gerne was für deine Hochzeit aus. Vielleicht einen leckeren Schlemmer-Eintopf. Das klingt doch gut. Ho, 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 au, 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 au. Ziemlich heiß bei euch hier im Schlemmerland. Uiuiui. Ui, ui. So, wie komme ich denn jetzt am schnellsten zum Schlemmerplatz? Ich bin ja total verkokelt. Na hoppla. Da ist ja Mais, aber Mais brauche ich erstmal nicht. Ich nehme einfach einen Hot Head. Ein Hot Heat. Und los geht's. Einmal durch die Kanone abfeuern. So, jetzt müssen wir eigentlich schon gleich auf dem Festivalplatz sein. Tatsächlich. Hallo Weihnachtsmann, schön, dass du uns beehrst auf dem Schlemmerplatz. Hallo, hallo. Hallo Weihnachtsmann, darf ich dir hier meinen leckeren Bohneneintopf empfehlen? Ein leckerer Bohneneintopf. Ja, ho, ho, ho. Aber wenn unsere Gäste das essen, müssen bestimmt alle pupsen. Dann wird es aber ein bisschen stinken auf der Hochzeit. Schade, aber vielleicht ein andermal. Was gibt es denn noch hier Schönes? Weihnachtsmann, schau mal, ich habe Dosen vorbereitet. Ey, was machst du denn, Weihnachtsmann? Oh, entschuldige. Manchmal bin ich ein kleiner Tollpatsch. Schau mal, wir haben ganz viele Dosen gestapelt, Weihnachtsmann. Hey, das ist ja toll. Oh, na hoppla, na hoppla. Hey, Weihnachtsmann, willst du meine Suppe probieren? Mein Eintopf ist auch gut. Und wie findest du den hier? Ganz viele tolle Eintöpfe. Oh, Weihnachtsmann, schau mal, wir verkaufen Eis. Gibt's auch bei uns. Probier doch mal. Hallo Weihnachtsmann, schön, dass du uns beehrst hier auf dem Schlemmerfestival. Ah ja. Schau mal, Weihnachtsmann, ich habe was Tolles für dich vorbereitet. Ho, ho, ho. Der Topf interessiert mich, der reicht für alle Gäste. Hallo Weihnachtsmann, wenn du diesen Topf für die Hochzeit möchtest, musst du das Ganze noch etwas verfeinern. Bring doch ein paar Rüben mit. Ein paar Rüben? Das mache ich doch gern. Ich packe gerne mit an. Was haben wir denn hier? Oh, ganz viele tolle Rüben. Die nehmen wir gleich mal mit. Die muss auf jeden Fall in meinen Schlemmereintopf. Das kriegen meine Gäste. So, und hopp. Und rein damit. Achtung, mal sehen, was daraus wird. Lecker Schmecker. Hey Weihnachtsmann, das hast du toll gemacht. Werf doch noch ein paar Sachen rein. Das ist eine fabelhafte Idee. Das muss auch noch rein. Eine weitere Rübe. Das verfeinert den Geschmack meines Eintopfs. So, eine Sache noch. Eine Rübe noch. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir das Essen für die Hochzeit vorbereitet. Hui, das ist gar nicht mal so einfach. Ziemlich schwer, diese Rübe. Oh, ganz schön langsam. So, und hoch. Na hoppla. Und so. Und rein damit in den Topf. Hey, klasse, Weihnachtsmann. Der Eintopf ist fertig. Oh, der ist aber auch richtig heiß. Eieieiei. Okay, Weihnachtsmann, wir bringen dir den Eintopf dann auf die Hochzeit. Danke, meine Lieben. Ich bin ja total verkokelt. Ho, ho, ho. Aber ein Weihnachtsmann muss auch mal ein kleines Abenteuer erleben. Und weiter. Ho, ho, ho. Am besten reise ich über dieses Dach hier hinweg zurück zur Odyssee. Denn wir müssen noch die Musiker anheuern. Und natürlich auch den Ring besorgen. Erst dann können wir zur großen Hochzeit, zu meiner eigenen Hochzeit. Hallo Luigi. Hey Mario. Ich bin immer noch nicht Mario, ich bin der Weihnachtsmann. Erkennst du mich nicht? Haha, Teppichtörtchen, jetzt veräppel mich doch nicht. Du bist immer noch Mario, nicht der Weihnachtsmann. Naja, ich komme zur Hochzeit übrigens. Das freut mich, Luigi. Also gut, dann würde ich sagen, es geht weiter. Okay, Weihnachtsmann, wo wollen wir als nächstes hinreisen? Cappy, wir müssen als nächstes
in Cityland, denn dort sind die Musiker. Okay, Weihnachtsmann, halt dich gut fest. Wir reisen weiter, los geht's! Und so reisten der Weihnachtsmann und sein Freund Cappy zusammen mit der Odyssee in Cityland, um dort Musiker für die Hochzeit anzuheuern, damit auf der Hochzeit auch gute Musik gespielt werden kann. Cityland, New Donk City. Ho, 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 jetzt bin ich endlich in New Donk City. Eine wunderbare Großstadt. Na hoppla. Hey. Oh, schnell weg. Der will mir bloß sagen, dass ich Mario bin. So, da sind wir auch schon. Ho, ho, ho. Hey, da ist der Weihnachtsmann. Hey, Weihnachtsmann. Ich war immer artig. Schenkst du mir dieses Jahr etwas? Ja, ich schenke euch etwas. Allerdings bin ich gerade dabei, etwas für die Hochzeit vorzubereiten. Deswegen muss ich weiter. Uiuiui, ui, ui, Entschuldigung. Ich bin ja ein richtiger Sonntagsfahrer. Oh, das sind auch ein paar Samen, die man Leuten schenken könnte. Aber ich kann jetzt nicht, denn ich muss mich beeilen. Ich muss unbedingt Musiker ausfindig machen. Musiker, die auf meiner Hochzeit spielen könnten. Doch wo finde ich diese Musiker? Ist hier in der Nähe irgendwo ein Musiker? Hey, hier um die Ecke. Da scheint irgendwas Großartiges zu sein. Ach ja, um die Ecke? Ho, ho, ho. Lasst mal nachsehen. Die stehen hier ja alle Schlange. Um da reinzugehen? Was wohl da drin ist? Schauen wir gleich mal nach. Ho, ho, ho. Psst. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Schauen Sie sich einen Kinofilm an? Ja, Weihnachtsmann, jetzt sei bitte still. Okay, okay. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Aber ich bin ein Teil des Kinofilms. Yay! Ein Weihnachtsfilm, genau! Das ist Mario allein zu Haus. Hey, klasse! Und der zweite Film, Mario New York. Super, klasse! Ho, ho, ho! Da sind ja lustige Goombas hier auf der Strecke. Und jetzt bin ich im Untergrund. Ich liebe diesen Weihnachtsfilm. Unter der großen Leinwand. Yay! Ich liebe ihn auch. Okay, ho, ho, ho. Ich muss aber weiter nach Monden Ausschau halten. Ich habe erst einen. Hier ist noch ein großes Herz gewesen. Ho, ho, ho. Wer hätte gedacht, dass ich jemals in diesem Outfit hier herumlaufen würde? In 2D, wenn man das so sagen darf. Na, ho, ho, ho. Dieser Goomba war aber nicht artig. Der wird kein Geschenk von mir erhalten. Ein Herz. Na, das trifft sich ja wunderbar. Oh, Teppichtörtchen. Direkt in den Koopa-Panzer reingelaufen. Doch wo könnten die restlichen Monde sein? Da ist ja noch ein weiterer. Fehlen nur noch 2. Oh, gleich kommt das große Finale von dem Film. Ich bin total gespannt. Ho, ho, ho. Na, hoppala. Schon wieder wurde ich erwischt. Aber ein Mond fehlt mir noch. Oh ja, da ist er ja. Moment mal. Da komme ich doch bestimmt hoch, oder? Mit Anlauf. Und? Das darf doch nicht wahr sein. Noch einmal. Diesmal hat's geschafft. Diesmal hat's gereicht. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Film für heute. Das war das Theaterstück von Weihnachtsmann Mario. Ho, ho, ho! Psst, jetzt kommt gleich der nächste Film. Okay, okay. Ich glaube, ich verlasse das Theaterstück. Tschüss, viel Spaß noch. Und so reiste der Weihnachtsmann weiter, um die Musiker zu finden. Doch bislang gab es noch keine Spur. Obwohl die Bürgermeisterin Pauline etwas wüsste... Ho, 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 Bürgermeisterin Pauline. Ich wollte fragen, wo ich die Musiker finde. Welche Musiker meinst du, Weihnachtsmann? Nun ja, die Musiker, die immer mit dir spielen, Frau Bürgermeisterin. Nun ja, die sind drin, glaube ich. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Nicht unbedingt. Ich brauche ein Taxi. Wo wollen Sie denn hin? Zu deiner Hochzeit natürlich, Weihnachtsmann. Ha, oh. Hier wird ja schon gefeiert.
Yeah, yeah, ich liebe die Band. Das ist der Katze-Kinderka-Superband-Auftritt. Hey, die Musik ist ja wirklich gut. Hey, klasse. Hey, da ist der Weihnachtsmann. Was macht denn der Weihnachtsmann hier? Entschuldigung, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Was ist los, Weihnachtsmann? Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Liebe Musiker, wäre es für euch alle in Ordnung, wenn wir gemeinsam auf meiner eigenen Hochzeit spielen könnten? Hey, klar, Weihnachtsmann, natürlich machen wir das. Oh yeah, Weihnachtsmann. Das finde ich total groovy, extrem cool, oh yeah. Hey, was habt ihr denn hier hinten versteckt? Wertvolle Münzen. Bestimmt auf der anderen Seite auch noch. Was nicht alles hinter der Leinwand findet. Okay, Mario. Ich meine, Weihnachtsmann. Möchtest du wieder beim Festival teilnehmen? Oh nee, du hast keine Zeit. Du machst gerade alles für die Hochzeit, stimmt's? Okay, tanz für uns, Weihnachtsmann. Dann werden wir auch auf deiner Hochzeit auftreten. Nichts lieber als das. Ho, ho, ho. Hey, der Weihnachtsmann kann echt gut tanzen. Ja, ich finde auch, dass der Weihnachtsmann echt super tanzen kann. Ho, ho, ho. Und damit, meine Lieben, seid ihr alle herzlich eingeladen zu meiner Weihnachtshochzeit. Ich bin Weihnachtsmann Mario. Also, der Weihnachtsmann. Und wenn ihr alle artig seid oder gewesen seid, bringe ich euch heute Abend noch Geschenke vorbei. Danke, Mario. Also, wir kommen auf jeden Fall nachher zur Hochzeit. Das versprechen wir dir. Heute ist Heiligabend. Da tun wir etwas Gutes. Ganz versprochen. Danke, meine Freunde. Bürgermeisterin, ich konnte alles klären. Ja, super. Bis nachher auf der Hochzeit. Sie kommen auch? Natürlich. Ho, 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 ho. Dann sollte ich mich mal beeilen. Denn ich darf nicht zu spät auf meiner eigenen Hochzeit sein. So. Hier durch New York? Ah, Moment. Kurz schauen, ob die Straße frei ist. Links ist alles frei. Rechts auch. Okay, dann können wir die Straße überqueren. Hallo Weihnachtsmann, schön, dass du da bist. Hallo Weihnachtsmann, was machst du denn hier? Ich bereite alles für meine Hochzeit vor. Ho, ho, ho. Schnell wieder nach oben und zurück zur Odyssee. Mario? Ich bin immer noch der Weihnachtsmann. Wie auch immer. Hör mal zu, du hast nicht mehr viel Zeit. Du weißt schon, dass die Weihnachtsfeier bald losgeht? Also, deine Weihnachtshochzeit? Wirklich? Dann muss ich mich beeilen. Oh weh, schnell, schnell, schnell. Okay, okay, okay. Ich muss gleich mal zur Odyssee. Ich muss nämlich noch den Ring besorgen. Ohne Ring kann ich meiner Weihnachtsfrau keinen Heirats... Naja, Heiratsantrag schon. Aber ich kann sie nicht heiraten. Neue Produkte sind beim Weihnachtsmann erhältlich. Okay. Weihnachtsmann, reisen wir weiter? Wir müssen uns beeilen, Weihnachtsmann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schnell ins Wüstenland, da ist der Ring zu finden. Okay, Weihnachtsmann, halt dich fest. Wir reisen weiter. Los geht's. Ho, ho, ho. Und so reisten der Weihnachtsmann und Cappy weist weiter in das Wüstenland, wo sie dort den Ring für die Weihnachtsfrau bekommen würden. Doch, ob er das so schnell finden würde? Wüstenland, Brutzelebene. Ho, ho, ho! Hier ist es aber wirklich heiß. Hui, ich glaube, ich habe das falsche Outfit an. Ein riesiger Bereich. Oh, ich schwitze total. Ich muss mich beeilen und schleunigst den Ring finden, damit ich heute Abend noch heiraten kann. So. Hey, Rudolf, da bist du ja. Ich bin nicht Rudolf. Komm, Rudolf, los geht's. Hey, was machst du auf meinem Rücken? Rudolf, beeil dich. Ich bin nicht Rudolf, ich bin doch kein Rentier. Außerdem habe ich keinen Schlitten, den ich mitschleppe. Ich weiß, aber weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Ich weiß nicht mal, wo du hin möchtest. Ich möchte es zum Ring. Okay, Weihnachtsmann, dann ist das die direkte Adresse für dich. Tschüss. Wow. Wow. Oh, oh, oh. Und so landete der Weihnachtsmann im tiefsten Untergrund. Oh, wer seid ihr denn?
Wir sind die Schneegeister. Oh, oh. Okay, ich muss weg, meine lieben Schneegeister. Huiuiui. Oh, da... Da vorne ist der Ring. Da vorne ist der Ring. Der Ring... Oh, huiuiui. Wer ist denn da vorbeigeflogen? Der Ring, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Der Ring für die Weihnachtsfrau. Er sieht wunderschön aus. Hey, Weihnachtsmann, da bist du ja. Hey, Weihnachtsmann, nimm den Ring unbedingt mit. Es ist fast schon zu spät, du musst dich beeilen. Nimm den Ring mit und flieg zum Mond, zu eurer Hochzeit. Der ist so schön. Wir freuen uns auf eure Hochzeit. Hey, Weihnachtsmann, darf ich dir den Ring abkaufen? Hey, echt toll. Schnapp dir schnell den Ring. Aber echt, schnapp dir den Ring, Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Schaut euch mal den Ring an, wie schön er funkelt. Ui, ui, ui. Sehr stabil. Das ist der Ring für die Weihnachtsfrau. Und kabumm. Das gibt den Powermond. Und hopp. So, aber jetzt... Jetzt muss ich mich schleunigst beeilen. Oh, der Ring ist aber ziemlich schwer. Ich kann den kaum tragen. Beeil dich, Weihnachtsmann. Wir bringen den Ring zur Hochzeit. Renn du schon mal vor. Okay. Und so rannte der Weihnachtsmann zurück zur Odyssee. Und gemeinsam mit Cappy reiste der Weihnachtsmann nun endlich zum Mond, wo die große Hochzeit des Weihnachtsmannes stattfinden sollte. Halt dich fest, Weihnachtsmann, wir reisen weiter! Cappy und der Weihnachtsmann waren voller Vorfreude. Beide wollten endlich, dass der Tag kommt, an dem der Weihnachtsmann heiraten würde. Doch der Weihnachtsmann wusste nicht, dass vor ihm noch eine große Aufgabe lag, bevor er seine Weihnachtsfrau heiraten konnte. Nun war er da, auf dem Mondland, im Mondscheinkrater. Ho, ho, ho! Hey, Weihnachtsmann! Der Mondquader, der leuchtet ja schon wieder auf. Aber wir haben jetzt keine Zeit dafür, wir müssen schnell zur Hochzeit. Ho, ho, ho! Das stimmt, mein lieber Cappy! Wir müssen weiter zur Hochzeit. Da, du bist ja auch gekommen. Hey, Weihnachtsmann. Ich wollte deine Hochzeit auf jeden Fall nicht verpassen und freue mich schon da zu sein. Aber beeil dich. Ich habe gehört, in der Kirche scheint irgendetwas los zu sein. Ach ja, was denn? Ich weiß es nicht. Beeil dich. Und so ging der Weihnachtsmann zur Kirche. Und konnte es kaum erwarten. Denn jetzt war der große Augenblick gekommen, an dem der Weihnachtsmann endlich seine Frau, seine zukünftige Frau, Prinzessin Peach, die Weihnachtsfrau heiraten sollte. Und ich bin total aufgeregt. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten! Und er ging rein. Nur noch wenige Schritte trennen mich vor meiner großen Hochzeit. Ich kann es kaum erwarten. Und ich muss sagen, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich hoffe, dass alles vorbereitet wurde, während ich weg war. Ho, 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 hier kommt der Weihnachtsmann. Die Tür klemmt ein wenig. Ich probier's gleich noch einmal. Hier kommt der Weihnachts... Irgendwie ist die Tür verschlossen. Vielleicht mit etwas mehr Anlauf. Okay, dann mal los geht's. Au. Ho, ho, ho. Na gut, wenn das nicht geht, brauche ich meine Weihnachtsmütze. Und los. Und los. Und hey. Jetzt wird geheiratet. Hä? Weihnachtsmann! Hey, was macht der Weihnachtsmann hier? Weihnachtsmann, endlich bist du da. Schau mal, da vorne, da ist König Bowser.
Warum habt ihr nichts getan? Wir konnten nichts tun. Er ist so stark. Weihnachtsmann, tu doch was. Du musst ihn aufhalten, Weihnachtsmann. Wir haben immerhin alles vorbereitet. Ho, ho, ho. Ich sehe das. Aber anscheinend war König Bowser nicht artig. König Bowser, das ist meine Hochzeit. Lass Prinzessin Peach in Ruhe. Weihnachtsmann, was machst du denn hier? Weihnachtsmann. Hey, Weihnachtsmann. Nein. Hey, lass sie los. Und tschüss, Weihnachtsmann. Nein. Und so flog der Weihnachtsmann leider in die Tiefe und landete unten im Kerker, in den Katakomben der Kirche. Schau mal, Weihnachtsmann, wen ich hier habe. Du willst die Hochzeit platzen lassen, Weihnachtsmann? Das ist schäbig. Du sollst dich schämen. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen mit deinem Weihnachtskittel. Das ist aber auch egal, denn du bist nicht eingeladen, Weihnachtsmann. Und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst. Raus! Hier, hoch mit dir! Mach dich auf was gefasst, Weihnachtsmann! Ich bin da, um die Weihnachtsfeier zu stören und die Hochzeit obendrauf. Kein Kind soll ein Geschenk bekommen, außer du schaffst es, mich aufzuhalten. Ho, ho, ho! König Bowser! In Wirklichkeit bist du nicht böse! Und ich werde dich aufhalten! Nicht nur für meine Hochzeit, sondern damit auch alle Kinder auf dieser Welt am Abend ein Geschenk erhalten. Nein, hey Weihnachtsmann. Du bist ziemlich gut, aber noch hast du nicht gewonnen. Bleib stehen, König Bowser. Glaubst du nicht an den Weihnachtszauber? Es ist noch nicht zu spät, zum Guten zu wechseln. Niemals, Weihnachtsmann. Es gibt das Gute nicht. Doch es gibt das Gute. Sei mutig, sei tapfer, sei freundlich. Teile mit deinen Freunden. Sei selbstbewusst. Niemals, Weihnachtsmann. Ich halte nichts von sozialer Kompetenz. Und nimm das und das und das. Ah, nicht schon wieder. Und? Hey! Na warte! Oh, das gibt's doch nicht. Aua! Übrigens, Weihnachtsmann, heute gibt's keine Geschenke für gar kein Kind. Denn ich habe alle Geschenke geklaut. Gib die Geschenke zurück, König Bowser. Das werde ich erst, wenn du mich bezwungen hast. Doch dazu musst du mich besiegen. Alle hofften, dass der Weihnachtsmann diesen Kampf gewinnen würde, damit er nicht nur Prinzessin Peach, die Weihnachtsfrau, heiraten kann, sondern auch, damit alle Kinder heute Abend an Heiligabend ihre Geschenke bekommen. Zumindest die, die am Ende des Jahres auch artig waren. Nicht so schnell, Weihnachtsmann. Eins und zwei und drei. Hey. Ha, ein Ass im Ärmel habe ich noch. Nicht so schnell, König Bowser. Au. Au. Weihnachtsmann, du hast es geschafft. Oh. Hui. Weihnachtsmann, du hast uns alle gerettet. Und alle Kinder bekommen heute Abend ein Geschenk. Du bist unser Lebensretter. Weihnachtsfrau. Ho, 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 endlich habe ich dich befreit. Was? Was ist jetzt los? Wow. Halt dich fest, Weihnachtsmann. Oh nein. König Bowser ist immer noch verwirrt. Oh, oh. Noch mehr Mondquader. Wow, und alles stürzt ein. Und so fielen König Bowser, Prinzessin Peach und der Weihnachtsmann in die Tiefe.
Oh nein! Geht es Tiara und Prinzessin Peach gut? Hey! Weihnachtsmann! Was sollen wir jetzt bloß tun? Wir müssen hier irgendwie weg. Doch wie machen wir das? Ich habe meinen Schlitten nicht da. Auch Rudolf ist da. Nicht da. Und meine Odyssee auch nicht. Wenn wir müssen, könnte ich Bowser capern. Wow, 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 wow. Und so caperte der Weihnachtsmann König Bowser, damit er seine Kraft besitzt, um alle hier zu befreien. Hä? Ja, ich bin's, der Weihnachtsmann. Aber im Körper von König Bowser. Halt dich fest, Weihnachtsfrau. Wir müssen hier raus. So, dann mal los. Uns hält niemand auf. Wir müssen hier raus, Weihnachtsmann. Schnell. Ich bin dabei, Cappy. So, schnell hier raus. Sonst gibt es heute Abend kein Weihnachtsfest. Und die Kinder wollen ihre Geschenke am Ende des Tages haben. Nach einem leckeren Weihnachtsessen. Ich muss mich beeilen. Ich sollte mich bloß nicht treffen lassen. So. Und hopp. Sehr gut. So komme ich gut voran. Und weiter. Diese Säule muss zerstört werden. Achtung, ein Baum fällt. Und schnell weiter. Schnell durch die Röhre. Und dann super fix nach oben. So. Wir schaffen das, Weihnachtsmann. Sei nur tapfer, sei nur mutig, sei nur stark. Das werden wir. Ho, ho, ho. Hier kommt der Weihnachtsmann. Zumindest in Form von König Bowser. So, wir haben es gleich geschafft. Und raus hier. Weiter, schnell, schnell, schnell. Du schaffst das, Weihnachtsmann. Immer weiter. Der Weihnachtsmann rannte in Form von König Bowser durch diesen Erdkrater, so schnell er konnte nach draußen, damit er sich retten konnte. Nicht nur ihn selbst, sondern auch die Prinzessin. Und sie waren kurz vor dem Ziel. Schnell, Weihnachtsmann! Ich sehe den Ausgang! Wir haben es fast geschafft! Und dann können wir endlich heiraten und alle Geschenke den Kindern bringen! Weihnachtsmann, wir zählen auf dich! Du kannst das! So, jetzt aber schnell weiter! So, weg damit! Ich bin stark, ich bin mutig und tapfer! Alles für die Kinder! Gemeinsam sind wir stark und ein grandioses Team. Immer schön festhalten. Wir sind kurz vor dem Ziel. Nimm das und das und das. Hier stützt alles ein, Weihnachtsmann. Schnell in die Mitte. Wir haben es fast geschafft. Nur noch wenige Meter, Weihnachtsmann. Okay. Wenn wir diesen Mondquader zerstört haben, können wir zurück auf den Mond. Und wir haben es geschafft. Da müssen wir rein. Und jetzt laden wir unsere Energie auf, damit wir zurück auf den Mond können. Raus hier und... Und so konnte der Weihnachtsmann, König Bowser und seine Weihnachtsfrau Prinzessin Peach nochmal gerade so retten. Wow, boom. Wow. Wir haben es geschafft, Weihnachtsmann. Endlich ist es soweit. Ho, ho, ho. Jetzt können wir endlich heiraten, Prinzessin Peach. Und Tiara und Cappy sind auch glücklich. Die Geschwister haben sich wieder. Prinzessin Peach? Weihnachtsmann? Darf ich Sie bitten? Wie meinen Sie? Prinzessin Peach. Ich, der Weihnachtsmann. Au! Nein,
Der Weihnachtsmann soll dich nicht heiraten. Ich möchte dich heiraten. Nein, 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 ich möchte. Nein, ich. Ich. Nein, ich. Nein, ich. Ich möchte sie heiraten. Nein, ich möchte sie. Ich möchte sie heiraten. Nein, ich. Ich möchte... Halt, stopp! Niemand wird mich heiraten. Ihr seid so nervig. Wisst ihr was? Wir reisen weiter mit der Odyssee. Kommt mit. Wir müssen ein paar Kinder beschenken. Sei nicht traurig, Bowser. Auch du bist ein lieber und artiger Kerl. Auch du kriegst ein Geschenk. Jungs? Wir müssen weiter den Kindern Geschenke bringen. Heute ist Heiligabend. Beeilt euch. Okay. Schnell, Bowser. Ich beeil mich ja schon. Hau, hau, hau. Und schwupps. Mario, der Weihnachtsmann, hat es geschafft. Meine Lieben, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest. Genießt die Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden und lasst euch reich beschenken. Ich hoffe, die Weihnachtsgeschichte von Mario Odyssey hat euch gefallen. Und wir sehen uns natürlich wie gewohnt im nächsten Video. Rechts oben, wo der Finger zeigt, da findet ihr weitere Videos von Mario Odyssey. Rechts unten ein Videovorschlag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Bleibt vor allem katztastisch.